Mit GarageBand wirst du auch ohne Talent zum DJ. Natürlich ist es trotzdem sinnvoll, wenn du etwas vom Aufbau eines Songs verstehst. In diesem Video zeige ich dir die Nutzung der Live-Loops und wie du deinen Song anschließend weiterverwenden kannst. Ich tippe auf Neues Dokument erstellen. Bei mir siehst du, sind diese verschiedenen Instrumente eingeblendet. Ich wähle da oben stattdessen Live-Loops und da entscheide ich mich für House als Musikstil. Du siehst die verschiedenen Loops, die in diesem Raster angeordnet sind. In jeder Zeile ist ein anderes Instrument und je verschiedene Loops stehen dir zur Verfügung. Du kannst also live gerade Musik einspielen und natürlich kannst du diesen Song auch aufnehmen. Und das mache ich gleich. Ich tippe auf den Record-Knopf und beginne mit dem ersten Loop. Und sobald der abgeschlossen ist, kommt dein nächster dazu. Jetzt noch eine Basslinie. Natürlich kann man das auch wieder ausblenden. Und auch wieder dazu nehmen. So, nun habe ich diese Aufnahme abgeschlossen und wenn wir in die Spuren gehen, so siehst du den Aufbau des Songs. Ich habe also mit dieser Synthesizer-Linie begonnen, anschließend den Beat dazu genommen und etwas später kam die Basslinie. Und hierüber soll nun ein Rap gesprochen werden oder eine Gesangslinie eingefügt werden. Nun, ich bin leider etwas talentfrei, deshalb wähle ich hier einfach das Mikrofon. Und damit es für dich ein bisschen erträglicher ist, wähle ich in diesen Effekten hier unter Spaß den Roboter. Damit wird die Stimme sehr stark verzerrt. Hören wir uns das mal an. Es wird eingezählt mit dem Metronom. Das kann manchmal störend sein, wenn man nicht mit Kopfhörern arbeitet, weil dann quasi das Metronom gleichzeitig auch wieder aufgenommen wird. Deshalb deaktiviere ich dieses Einzählen. Wenn ich jetzt also wieder auf Record drücke, so beginnt der Song. Schauen wir uns das mal an. Du siehst hier meine Roboterstimme. Hier habe ich da aber schon Geräusche gemacht, die will ich natürlich nicht. Deshalb schneide ich diese Spur zu, mache sie dafür ein bisschen lauter. Man sieht da am Ausschlag, dass es eher etwas leiser ist. Ich schraube die Lautstärke jetzt also maximal hoch und jetzt hören wir uns das mal an. Und natürlich kann ich da jetzt die anderen Spuren auch noch in der Lautstärke anpassen, damit da alles möglichst ausgewogen ist. In diesem Fall habe ich mit dem Mikrofon des iPads aufgenommen und da ist die Qualität bzw. die Lautstärke etwas gering, weil ich gleichzeitig für die Aufnahme des Videotutorials ein externes Mikrofon an meinem Mac hatte. Also wenn du optimale Qualität möchtest, dann empfehle ich dir, ein gutes Mikrofon an das iPad direkt anzuschließen.
Nun also nehmen wir an, dieser Song sei fertig. Natürlich könnte man da jetzt noch einiges weiterarbeiten und die Loops verlängern, die Songstruktur erweitern. Das überlasse ich dann dir. Ich gehe auf meine Songs in diese Übersicht und diesen Song könnte ich, wenn ich lange drauf gehe, umbenennen, um jetzt da ein bisschen mehr Ordnung zu bekommen. Ich kann sie mit anderen Songs in einem Ordner versorgen, aber in diesem Fall jetzt wähle ich Teilen. Da siehst du, wenn du Projekt wählst, so könntest du damit weiterarbeiten. Du kannst es also an ein anderes iPad oder an einen Mac verschicken, um dort mit allen Spuren weiterzuarbeiten. In diesem Fall möchte ich nur den Song. Es wird also komprimiert und auf eine Spur reduziert. 128 Kilobit reicht bei weitem so im täglichen Einsatz. Ich könnte also diesen Song an iMovie kopieren oder je nachdem auch an ein anderes Gerät, beispielsweise über AirDrop oder einen Cloud-Dienst. Ja, und damit ist dieser kurze DJ-Workshop fertig. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß bei deinen eigenen Gehversuchen als DJ.